Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Word. Heute wollen wir uns um das Layout kümmern. Also wir haben ein Dokument und wir wollen dieses layouten. Ja. Es gibt ein eigenes Menüband mit Layout, das findet man da oben, wie üblich bei den Menübändern, und man schaltet auf Layout um. Gut, was können wir hier machen? Das erste sind die Seitenränder. Seitenränder kann man sich auch suchen, im Moment ist normal eingestellt, kann man schmal machen, dann wird halt der Text so nach außen gerückt, ist das Blatt etwas voller, dann mittel, groß, breit, das ist nur in der Mitte, kann man sich aussuchen, kann man aber auch benutzerdefinierte Seitenränder machen und kann sagen, oben brauche ich 2 cm, halt das, benutzerdefiniert, 2 cm, links brauche ich 2,5 cm, rechts brauche ich 2,5 cm und unten brauche ich mehr, da brauche ich 3 cm. Dann schaut das so aus, wie man das haben will. Okay? Ich verwende meistens normal, aber man kann sich da ausdrücken, wie man will. Das nächste ist die Ausrichtung. Also wir haben Hochformat, Querformat, kann man hier einfach umschalten. Man sieht, man muss dann aber Kopf, wenn man jetzt das zum Beispiel in Querformat schaltet, muss man Kopf und Fußzeile anpassen. Wie passt man Kopf und Fußzeile an? Haben wir das letzte Mal gesprochen. Doppelklick hinein. Den rechts ausgerichteten ziehe ich nachher hier rüber. Halt das. Wo ist er? Steuerung Z. Undo. Ich habe ihn versehentlich rausgeschmissen. Auf 25, auf 12,5. Und in der Fußzeile mache ich das genauso, hier auf 25 und 12,5. Dann sind wir wieder angepasst. Sind wir wieder angepasst auf das. Gut. Ja, jetzt habe ich übrigens einen Doppelklick ins Dokument hineingemacht. Geht nämlich auch. Ja, gut. Jetzt haben wir also Querformat, Hochformat, Querformat. Format kann ich nur auswählen. Ja. Also wenn ich A3 zum Beispiel machen will, schalte ich auf A3. Es gibt verschiedene Formate. A3 Querformat. Ja, da passt schon mehr drauf. Und wieder muss ich anpassen. Schau, jetzt muss ich sogar etwas kleiner machen. Weil es ist ja A3 Blatt. Ja? So, schalte auf 110. Und wieder muss ich die Kopfzeile anpassen. Das wird nicht automatisch mit skaliert. Ja? Ziehe ich hier rüber. Jetzt bin ich auf 37,5 cm, die Hälfte von 37 ist 15, 18,5, machen wir da her, passt. So, so schaut das aus. Gut, haben wir das, ja? Also das Format, dann haben wir Spalten, 2 Spalten, 3 Spalten, jetzt wo ich 4 habe, nehme ich gleich mal 3 Spalten. Na, bitte, schau, es passt alles auf eine Seite. Wie in der Zeitung, Spalten, da oben kann ich Spaltenbreite, könnte ich da oben ändern, wenn ich da sage, Spaltenbreite, ist hier zum Beispiel, kann ich die Spaltenbreite anpassen, ja. Eine Spalte, so wie es vorher, ja. Spalten, 2 Spalten, 2 nebeneinander, geht auch schon der ganze Deja, der ganze Text hin. Ja. Schalten wir wieder um auf A4. Ja, schau. Gut aus, gell? Schaut gut aus. 3 Spalten auf A4, das ist schon ein bisschen eng. 2 Spalten, na, das eigentlich schaut es ganz nett aus. Ja. Mit mehr Spalten kann man hier den Abstand, die Breite und den Abstand. Gleiche Spaltenbreite kann man weggeben, da kann man zum Beispiel die erste Spalte dann etwas kleiner machen. Kann man sagen, okay, die erste Spalte ist nur 5 cm,
back, back. Ja, kann man sich spülen. Kann man sich spülen. Ja. Und jetzt zum Beispiel, jetzt möchte ich hier, dass das in der nächsten Spalte steht. Ja. Jetzt kann ich da natürlich Enter eine machen, wie blöd. Schirch. Schirch, schirch. Ja. Oder ich sage hier bei Umbrüche, Spalte, nächste Spalte. Da bei den Umbrüchen kann man sich aussuchen, nächste Zeile, nächste Seite, nächste Spalte. So kann man das praktisch machen. Ja. Ich schalte jetzt aber wieder auf eine Spalte. Jetzt ist aus dem Umbruch automatisch nächste Zeile geworden. Wie bringe ich diese Umbrüche wieder weg? Ich kann da mich hinten hinstellen und kann entfernen drücken, solange bis weg ist. Ja. Aber Achtung, es ist irgendwie auch die Formatvorlage flöten gegangen. Gell? Müssen wir wieder auf To-Do. Also da war ich wieder gesagt, Layout, Umbrüche, Seitenumbruch dieses Mal. Und ich setze mir hier hin und drücke Entfernen. Jetzt geht's. Ja? Wenn ich zu viel mache. Beim Spaltenumbruch ist es ein bisschen anders gewesen. Ja? To-Do. Also das ist praktisch der Seitenumbruch. Abschnittsumbrüche und so weiter, das werden wir noch machen. Ja, Abschnitte werde ich ein eigenes Video widmen. Zeilennummern, fortlaufend, kriegt man Zeilennummern her. Zielentrennung, keine, automatisch, manuell. Kann man sich aussuchen. Da Einzug, einer guckt, das ist das, was wir da oben auch machen können. Gell? Man kann hier das Layout anpassen, wie man will. Wie man will. Also das ist diese Layout-Geschichte. Gell? Jetzt nehme ich das natürlich wieder Standard her. Layout. Die wichtigsten sind hier rüben, Seite einrichten. Das Absatzzeug, wie gesagt, das sollte man in der Formatvorlage machen. Ja? Also so viel zum Layout. Jetzt haben wir schon einige To-Dos hier. Ja, und jetzt möchte ich diese To-Dos, schau, was ich da habe. Das sind jetzt da meine ganzen, halt das weg damit, meine ganzen Tabulatoren. Wie war das nochmal? Wie kommen jetzt, ist der Tabulator da rechts hier weg? Wie komme ich da hin? Da oben entweder Doppelklick hin, ja, 37,5, den setze ich auf 25. Und den 37,5 löscht. Eine zweite Möglichkeit. Jetzt habe ich drei drin, schau. 25, 37,5. Den 37,5 brauche ich nicht mehr, ja. Eine zweite Möglichkeit war ja auf Start und hier Absatz, Tab Stops, 37,5 löschen. Okay. Na, schau, beim Zurückdrücken. Da unten habe ich das genau das gleiche. Also wie war das? Da 12,5, ja. Den rechten sehe ich nicht. Doppelklick drauf. 37,5 löschen, auf 25 einen hinzufügen. Ja, jetzt ist der links, das ist natürlich ein Blödsinn gewesen. Ja, habe ich das zuerst da gemacht, 25 soll rechts sein. Okay, habe ich das da oben auch? Na sicher habe ich das da oben auch. Sicher habe ich das da oben auch. 25 rechts, passt. Ja. Gut. Also das nächste Mal werden wir uns ums Bild einfügen kümmern. Bilder einfügen, Bildunterschrift dazu, ja, wie machen wir das am besten. Vielleicht können wir auch eine Zeichnung machen. Schauen wir uns an. Nächstes Video, Einfügen von Bildern und Zeichnungen. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.